Ein merkwürdiger Riss in der Wüste Arizonas in den USA gibt Forschern Rätsel auf. Wissenschaftler gehen davon aus, dass er immer weiter wachsen wird. Davon wurden Drohnenaufnahmen veröffentlicht, die ich nun mit euch teilen möchte. Die amerikanischen Forscher des Arizona Geological Survey veröffentlichten diese Bilder des riesigen Risses, der die Wüste in Arizona zu spalten scheint. Der gigantische Riss soll sich wohl bereits schon im Jahre 2013 gebildet haben. Die Forscher überflogen den Riss mit einer Drohne und ermittelten eine Länge von etwa 3,2 Kilometer. Entdeckt wurde der Riss mit Google Earth und nachdem man die Erdspalte mehrfach besucht hatte, stellten die Geologen fest, dass der Riss immer größer werden könnte. Es befinden sich wohl Hohlräume unter der Erdoberfläche, die vom bloßen Auge nicht zu sehen sind. Diese könnten nach und nach einstürzen und den Spalt vergrößern. An manchen Abschnitten ist die Spalte sogar bereits um die 9 Meter tief. Aber wie kam es zu so einem Riss? Ganz sicher ist man sich da nicht, aber die Geologen gehen davon aus, dass starke Regenfälle dafür mitverantwortlich sind. Hauptverursacher ist aber der Mensch. Durch das Abpumpen des Grundwassers für landwirtschaftliche Zwecke kam es eben zu diesen Hohlräumen unter der Erde. Bei Starkregen senkt sich dann der Boden ab und die Spalte verlängert sich. Solche Erdspalten seien dort wohl nicht ungewöhnlich. Der ganze US-Bundesstaat ist voller solcher unterirdischen Spalten. Jedoch hat noch keine davon so eine Größe erreichen können. Glücklicherweise befindet sich der Riss aber etwa 20 Kilometer entfernt von Arizona City, dennoch stellt die Spalte eine Gefahr dar. Es fahren Autos in der Nähe, Passanten könnten zu nah herangehen und auch die Tiere in diesem Bereich sind bedroht. Vorerst ist das Beste, sich einfach von dem langen Riss fernzuhalten, da die Außenwände der Spalte recht instabil sind und jederzeit einkrachen könnten. Das war's auch schon. Schreibt gerne eure Meinung zum Thema in die Kommentare und außerdem könnt ihr euch noch gerne ein weiteres Video anschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.